Hi ho! Willkommen zurück hier bei Monster Hunter Generations Ultimate für die Nintendo Switch. Ja, beim letzten Mal haben wir hier die Io-Prey-Waffe fertig gebaut mit Giftelement, wollte ich schon sagen, mit Giftstatus. Und haben Banhabras besiegt. Jetzt geht es weiter hier. Wir wollen die nächste Drei-Sterne-Quest machen. Und das werden Pilze sammeln, hier fischen, das machen wir alles später. Jetzt die Konshus erledigen. Da wechsle ich aber wieder die Waffe. Bei den Konshus brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann nehmen wir erstmal wieder die, das ist unsere stärkste momentan. Ja, bei den Konshus brauchen wir nicht unbedingt Gift. Das ist nicht notwendig. So, ich mache erstmal die ganzen Jagddinger, ne, wie ihr merkt gerade, und später dann die Sammeldinger. So, dann essen wir wieder. Ja, aber die Jagddinger sind, denke ich mal, ein bisschen spannender, beziehungsweise nicht so doll langweilig, weil beim Sammeln ist es ja wirklich so, da renne ich nur von A nach B. Und, sammel ja die ganze Zeit nur Sachen und hier beim Jagddingens, beim richtigen Erjagen, da kloppen wir uns ja auch, ne? So, und der Konshu-Sammler, beziehungsweise die Quest heißt Konshu-Sammler, und der Entomologe sagt uns Folgendes. Der Konshu ist eine wahrlich faszinierende Kreatur. Ein extrem wandelbarer Käfer. Wird er angegriffen, wechselt er in den Abwehrmodus, um auszuweichen. Ich brauche mehr Exemplare für meine Forschung. Ja, die soll er kriegen. Ich weiß, dass das Ganze in den Dünen ist, aber wir kriegen ja durch die Anfangstruhe jetzt hier durch das Camp, so gesehen, ja, unsere Kältegetränke, die ich auch brauche. Hier, zack. Also Schallbomben kriegen wir auch. Scheinbar sind Konshus gegen Schallbomben empfindlich. Probieren wir auch gleich mal aus. Habe ich auch noch nie getestet. Na, ich glaube, ein Kältegetränk zu trinken war jetzt nicht so schlau. Ich glaube, die Konshus sind eher so in den Gebieten hier. Also hier in 3 kann ich es vermuten und in 4. Hätte ich jetzt so mehr erwartet, dass die da sind. Na, sage ich ja. Was passiert hier? Bang. Oh. Das ist interessant. Das wusste ich selber noch nicht. Na, wieder was dazugelernt. Ja, und das, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr Monster Hunter hier gerade spielt, ne, und eher so Neulinge seid oder halt ja, so gesehen auch immer zur Vorratstruhe geht und da die Sachen rausnimmt und euch mal wundern solltet, hä? Warum ist dieses und jenes Item da drin? Einfach mal ausprobieren, ne? Einfach mal gucken, warum das so ist. Bei manchen Items bin ich mir selbst nicht sicher, warum Schallbomben und so bei, was weiß ich, den Daimyo im Hermit Tower zum Beispiel drin sind. Ich glaube, die Schallbombe beim Daimyo Hermit Tower dient dazu, also würde ich jetzt so vermuten, nachgeguckt habe ich es wie gesagt nicht, hätte ich eigentlich mal machen können. Aber ich glaube, das dient einfach nur dazu, dass wenn er sich eingräbt und dann mit seinem Kopf halt quasi dann aus der Erde schießt. Oder nicht, nicht sein Kopf, ist ja eher sein Panzer. Wenn er mit dem Panzer aus der Erde schießt, der ein Monsterkopf ist. Ich glaube, da ist es dann so, wenn man eine Schallbombe hinwirft, so quasi ganz weit nach vorne, dann schießt er mit dem Kopf genau an dem Ort raus, wo die Schallbombe explodiert ist, weil er dann denkt, dass da quasi der Feind ist, den er angreifen will.
Das wäre so die Vermutung, die ich hätte, warum da eine Schallbombe ist. Ansonsten könnte ich mir das nicht erklären, warum die da sein soll. Weil Schallbombe wirkt irgendwie nicht so gut bei ihm. Na gut, ich hau jetzt die Conscious einfach tot. Ich werde die nicht mehr looten. Ich glaube auch nicht, dass wir was brauchen von denen. Und wenn, dann können wir die Quest immer nochmal machen, ne? So, okay. Ich würde aber zurück nach 4 gehen. Und dann nach 10 oben. Weil ich glauben würde, dass da mehrere sind. Aber ja, so genau kann ich das auch nicht sagen. Hier ist wieder einer auf jeden Fall. Oh Mann. Ja, sorry, wenn ich ab und zu hier so stehen bleibe, aber draußen ist schon wieder Pollenflugzeit. Ne, Frühling und so fängt ja so teilweise an. Aber Aprilwetter macht ja eh immer, was es will. Und naja, auf jeden Fall schlägt da die Allergie wieder an. Ich muss ab und zu niesen, das ist nicht so geil. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal plötzlich still bin. Oder in-game hier einfach nur rumstehe und nichts mache. Dann habe ich einen kleinen Niesanfall. So, das wird mir auch erledigt. So, 5 Conchus sind es noch. Ich glaube mal, die sind eher so in den Höhlen. Na, es tut mir so leid, dass jetzt die ganze Zeit hier meine Nase so. Quasi immer so schnupfe. Versucht das einzudämmen, um euch damit nicht zu nerven. Süßchen. Okay, der ist soweit besiegt. Aua. Ja, jetzt kriege ich gerade ein bisschen doll aufs Gesicht. So, da ist der nächste. Das soll mir abgewöhnen, da mal zu rollen. Das ist ja bei dem Luftkampfstil nicht so geil. Ne, durch diesen kleinen Hopser, den wir dabei machen, ist das eher. Ja, sagen wir mal Schadensverlust, da die Animation durch diesen Hopser ein bisschen länger dauert und wir halt eben in dieser Zeit keinen Schaden machen können. Da hier, zack, und das ist halt ein bisschen doof. So hätten wir das aber auch erledigt. Ging ja relativ schnell. Aua. Da durfte ich das nicht mehr looten. Egal. Weil wir halt bei den Katzen stehen, ne? So.
Tja, mal gucken, was als nächstes jetzt auf uns noch wartet. Die armen Felleins und Mellings, die ich hier verprügel. Oh Mann. So, was ist das hier? Kaktus-Dinger. Aber gut, das ist jetzt leider zu spät. Habe ich zu lang gebraucht. Na gut, schauen wir mal. So, sorry, habe ich die Gunst der Stunde genutzt, um die Nase mal schnell zu putzen. So, okay. Dann bin ich halt die ganze Zeit hier nicht, ne? So verschnupft klinge und so, weil krank, wie gesagt, bin ich nicht. Das ist einfach nur wieder blöde Allergiezeit. Und da läuft das Näschen. Oh, ich sollte auch mal wieder die Dingens wechseln. Die Umgebung, denn ich wollte ja eigentlich immer jede Folge ein jeweils anderes Dorf halt hier zeigen. Hat ja gut funktioniert, dieser Vorsatz, ne? So, wie sieht's denn jetzt aus? Was ist denn die nächste Aufgabe, die wir jetzt haben? So. Dünenplage wäre das nächste mit Hermitauren, ist aber eine Anfrage, deswegen weiß ich nicht, ob man die machen muss. Das ist immer so die Sache bei der ganzen Angelegenheit, aber ja, machen wir einfach mal. Ich glaube, die Eier müssen wir nachher auch wegbringen. Ja, wir wollen nochmal Schädlingsbekämpfung, dann nehmen wir nachher wieder die Giftwaffe. Na gut, dann... Dünenplage. Machen wir das gleiche nochmal, nur mit den Hermitauren. Hier essen wir wieder. Bitte. So. Okay, dann lesen wir uns wieder durch, was hier die Dünenplage denn so sein soll. Und das verärgerte Verleih, oder der verärgerte Feline, sagt... Irgendwann reicht's aber. Hermitauren, die sich in den Dünen aufspielen, nur weil sie mehr sind als wir. Eine schnurrig große Bitte, lieber Jäger. Hilf uns da weiter. Na gut, weil ihr es seid, ne? So, machen wir uns auch direkt auf den Weg hier. Wir werden alles nach und nach abarbeiten. Wie gesagt, ich könnte auch nachschauen. Durch den Dex, den Monster Hunter... Generations Ultimate Dex oder MHXX Dex, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ja, da könnte ich halt nachschauen, wo denn oder beziehungsweise welche Quests denn nötig sind, um die nächste dringende freizuschalten. Aber wir machen das hier, oder ich zumindest mache das hier gerade frei Schnauze. Und später haben wir sowieso fast nur noch Jagdquests, große Monster und so. Deswegen genießen wir jetzt einfach mal diese chillige Sammelroutine und sowas. Gerade ist es ja noch kleine Monster verprügeln. Aber später, wie gesagt, wird es dann um große Wyvern sich handeln. Aber da bin ich schon sehr gespannt, beziehungsweise freue mich auch irgendwie schon drauf. Auf an sich, welche Waffen wir dann so machen können. Das wird witzig. So, hier sind keine...
glaube, die Hermitauren sind noch mehr so in der Wüste. Hui. Na gut, dann trinken wir mal unser Kältegetränk. Und begeben uns ins warme Areal. Und schauen mal, was hier so los ist. Und schon wieder ist der Cephalos, Kephalos, wie auch immer, unterwegs. Na, und verzieht sich. Na, sehr gut. So, für den Hermitauren brauche ich momentan auch nicht wirklich Material. Deswegen hauen wir die Sachen einfach so um. Und hoffen einfach, dass wir bald dann hier wieder raus können. Wie viele müssen wir denn erlegen? 10 Stück, 10, dann kommt der Tatzenpass. Okay. Das kriegen wir hin. Ich überlege gerade, ob wir den Teleporter aufheben, den ich jetzt gerade aus der Truhe genommen habe, oder ob ich den wirklich nutze, um zum Camp zu kommen. Wie gesagt, das kann man sich jetzt dann selber aussuchen. Denn ich weiß gerade nicht, ob wir das noch, ob wir den Teleporter noch irgendwann gebrauchen können. Und wenn doch, kann ich den, glaube ich, auch kaufen, soweit ich weiß. Und selbst wenn ich den nicht kaufen kann, gibt es ja noch die Möglichkeit der Kombination. Aber so wirklich wichtig sind die Teleporter eh nicht. Die sind ja, für vielleicht späteren Spielverlauf, also hier im G-Bereich oder sowas. Oder auch im High-Rank-Bereich. Dann werden die dann eher essentiell, wenn man ja, sich mit seiner Jagdumgebung nicht so gut auskennt. Und gerne immer die Karte haben möchte zur Orientierung. Dann wäre so ein Teleport auf jeden Fall unerlässlich. Denn im hochrangigen Bereich und im G-Bereich kommt es halt schon mal vor, dass ihr da ab und zu woanders abgesetzt werdet, ne? Ihr landet nicht immer im Camp, also im Basislager hier, wo ich jetzt zum Beispiel bin, sondern könnt halt auch einfach mal in 5 hier jetzt starten oder in Gebiet 10 oder so. Und dann für diejenigen, die sich eben nicht so gut auskennen in dem Spiel, für die ist es dann natürlich blöd, ne? Da würde ich halt einen Teleporter empfehlen. Oder um ganz speziell zu sein, für die Leute, die das mal gemacht haben, die wissen das wahrscheinlich. Neulinge oder ja, halt eben die andere Seite der Leute, die das eben nie gemacht haben, werden jetzt damit nichts anfangen können. Aber ganz speziell Teleporter nutzt man auch, wenn man hier so eine Event-Quest macht, bei der man Kohle sammeln muss, und da ist die Nebenquest Brachydios. Und wenn man Brachydios besiegt hat, kann man anhand der Nebenquest, oder besser gesagt mit der Nebenquest, kann man dann so gesehen zurück zum Lager gehen, beziehungsweise die Quest beenden. Und dann gibt es ganz viele Talismane, so, das ist halt so eine, also so eine Event-Geschichte halt. Und da ist es halt auch so, da man bei dieser Event-Quest auch irgendwo in der Umgebung spawnen kann, kann es auch schon mal vorkommen ab und zu, dass man plötzlich bei Brachydios spawnt, ne? Und da das ja G-Rank-Bereich ist und viele da meist so mit dem Low-Bow-Gun, also mit dem leichten Bogengewehr und auch mit dem schweren Bogengewehr da rangehen, weil es am schnellsten geht halt. Da ist es dann eben so, dass wenn man bei Brachydios spawnt, ist das ein bisschen blöd. Und wenn man alleine dagegen ballert,
Brachydeos hat nur dich als Ziel, quasi ist es schwieriger. Wenn man sich das zutraut, dann bleibt man natürlich da und kämpft schon. Wenn man aber sich eben unsicher ist, da nimmt man dann die Teleporter. Dann versammelt man sich halt und rennt gemeinsam los. Dass man halt zu viert dann direkt in Brachydeos Gebiet landet und dann macht man es platt. So der Plan. So, Kieferlos heute nicht. Heute kämpfe ich nicht gegen dich. Heute bin ich eher derjenige, der wegläuft, wie so ein Feigling. So, zack, dann haben wir den Tatzenpass. Nehmen wir raus. Und geben den hier ab. So, hast du noch was für uns? Nun sieh einen an, was kann ich für den Nachwuchs tun? Ich gehe mal davon aus, dass du damit was mehr fangen kannst als ich. Behalte es einfach, okay? Na cool, haben wir noch ein Kältegetränk bekommen. Ja, der Gemüseälteste hier, so heißen die lustigen kleinen alten Männer, der kann einen auch ab und zu nützliche Sachen geben. Wie zum Beispiel Psychoserum. Und im PS2-Teil war es zumindest so, ich weiß nicht, ob sie es hier auch beibehalten haben, weil ich diese Gemüseältesten nie, also jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr angesprochen habe. Aber die haben damals in der PS2-Version auch Items eingetauscht. Das heißt, hat man dem bestimmtes Item gegeben, ein bestimmtes Monstermaterial, hat man was Bestimmtes auch zurückbekommen. Als Beispiel hier, Lao Chanlong, den konnte man auf der PS2-Version nur online bekämpfen. Ja, da gab es keine Möglichkeit, den irgendwie offline entgegenzutreten. Lao Chanlong war... Oder ist in der PS2-Version halt ein Online-Monster. Aber wenn man bestimmtes Material hatte, ich glaube ein Rathalos Schuppe Plus, glaube ich, war das. Oder irgendein anderes High-Rank-Teil, ich weiß nicht mehr genau was. Hat man eine Lao Chanlong-Schuppe von dem Gemüseältesten bekommen. Was nicht schlecht war, weil so konnte man halt quasi schon ein bisschen Lao-Teile sammeln. Offline, obwohl man, also wenn man gar nicht online gespielt hat. Und das ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Wie das jetzt halt so ist, weiß ich nicht, ob sie das auch noch mit hinzugefügt haben, dass man heute noch Sachen eintauschen kann bei dem. Bin ich mir gerade nicht so sicher. So, hallo. Jäger, vielen Dank für deine Hilfe in den Dünen. Da habe ich wohl genau den Richtigen angesprochen. Ich komme oft durch die Dünen, die dort lebenden Felinen verlassen sich mittlerweile absolut mehr auf mich. Jedenfalls hättest du den Felinenschatz einsammeln sollen, den ich als Questbelohnung vorbereitet hatte. Die Felinen in den Dünen lieben ihn. Ein wunderschöner Eichel. Bring sie zum Schmied. Okay, haben wir das auch bekommen. Dann gehen wir zurück nach Berna. Und schauen mal, was jetzt hier so... möglich ist. Ah, okay, der Jagdzielmeister will was. Hä, du brauchst vom weltbesten Jagd... Du brauchst was vom weltbesten Jagdausbilder? Oho, du scheinst aber um einiges stärker geworden zu sein. Du siehst jetzt stark genug aus, um neue Jagdtechnik zu lernen. Bist du bereit? In Körper und Geist? Also, schließe die Augen und atme tief ein. Ein, aus, ein und die Augen zulassen. Und wieder eine Jagdtechnik oder eine Technik an sich meisterhaft. Unterrichtet, ich mache mir fast selbst Angst, unglaublich gut bin ich. Massenkombinierer und Konterstoßhieb 2 oder so. Also, welchen interessanten Teil meines unendlichen Wissens willst du heute in Anspruch nehmen? Ja, ich will wissen, was ich jetzt gelernt habe. Erfunden, verbesserte Effizienz, Erfolgsrate bei Kombinieren, okay. Und das andere, ja, interessiert mich von so was, okay. Alles klar, dann würde ich aber sagen, hier auch wieder frühzeitig, ne, weil wegen Vorproduktion und so. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in der nächsten Folge, klatschen wir dann die
weiteren Quests um. Vielleicht angeln wir auch. Vielleicht machen wir auch gar nichts. Nein, mal gucken, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.